Ich weiß nicht. So schnell gehen zwei Morde. Hm. Das ging ja jetzt irgendwie schnell. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße, ist das Will? Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt. Wie die Augen rausschauen. Boah, Friedeife. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Halte dich in der Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Amerikanische Schizophrenie. Stand das? Sur le pont d'Avignon, alle tot, alle tot. Du singst aber schön, Mama. Ja. Will. Genau. Ah, Will haben wir überhaupt nicht vorgelesen, Mann. Die Dinge entwickeln sich zu meinem Gunsten. Der Detektiv denkt in der Tat, dass Will etwas mit dem Tod von Michael zu tun hat. Er ist mit Handschellen an das Regal gekettet, schnell bevor die Polizisten zurückkommen. Ich kann fühlen, wie meine Kräfte immer mehr zunehmen. Es macht nichts mehr aus, wenn meine Wahrheit... Was, wenn er meine Wahrheit sieht? Tut mir leid. Ich konnte rausschlüpfen, ohne mich fangen zu lassen. Die Polizisten sind einfach dumm. Oh, jetzt kommt Nancy. Meine Mutter Nancy. Mein sogenannter Vater kommt mir auf die Schliche. Er und Mutter hatten einen Streit und jetzt sitzt sie allein im Garten, während mein Vater Beweise gegen mich sucht. Es tut mir leid, Mama, deine Zeit ist gekommen. Oh oh. Also, was der Vater... Ja, du singst sehr schön. Nee, ich wollte ja eigentlich nur weggehen, damit wir die nicht hören. Also, was der für... hier... Kann ich sogar nehmen? Nee, ich will jetzt eigentlich nur aussprechen, aber die Hinweise irgendwie schlüpfen die mir in die Hand. Dass der Vater irgendwie so perverse Behauptungen gegen uns anstellt, das ist wirklich... Also wir sind 7 Jahre alt, also... ja. Nehmen wir. Oh, sie sieht uns. Sie darf uns nicht sehen, okay. Was ist denn das? Ein Schraubendreher, damit könnte man etwas kaputt machen. Ein Schraubendreher? Steht da wirklich Schraubendreher? Ah, nee, was? Was war da? Ah, wir waren bei dem? Ja. Nee, wir sind jetzt Nagelpistole ohne Nägel. Jemand, oh, oh. Mama, das war nix. Nägel, gibt's hier irgendwie Nägel oder so? Oh, die Musik ist so unerträglich laut. Nägel oder so? Und der Kompressor ist nicht angesteckt. Also eine Nagelpistole alleine bringt uns ja auch nicht weiter. Brumm. Anscheinend bekommt der Schuppen keinen Strom. Okay. In dieser Gartenhütte gibt es jede Menge nützliche Sachen. Das Licht funktioniert nicht. Anscheinend bekommt die Hütte keinen Strom. Ich muss das reparieren. Wie bekommt die Hütte eigentlich Strom? Da? Darunter?
Dann geht's da weiter, da. Wie läuft er? Da. Dann geht's hier durch das Gestrüpp da. Und dann geht's hier rein. Ach, da war doch ein Sicherungskasten, oder? Und da war eine Sicherung nicht drin. Ja, das sollten wir eigentlich ändern. Das war jetzt hier. Also langsam weiß man wirklich, wie das Haus aufgebaut ist. Dann geht man... Oh. Hey Will. Deine Musik ist nicht mehr an. Ja, der Sicherungskasten. Dass die hier das irgendwie nicht wegsperren oder so, so als Beweise oder so, sondern einfach hier der kleine Junge rumrennt. Genau, eine Sicherung fehlt. Haben wir die? Ein Stein haben wir, aber sonst auch nichts. Und mit den Nägeln irgendwie hier... Kann denn hier eine Sicherung sein? Normalerweise hier gleich daneben. Haben die jetzt hier irgendwas? Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist doch was, oder? Nein. Ja, Sicherung. Irgendwie auch nicht. Vielleicht liegt hier irgendwas. Was ist da? Okay, einfach mal ins Leere. Doch, das sind Sicherungen. Von Fuses. Und rein damit. Objekt wurde korrekt verwendet. Sehr gut. Ich habe es geschafft, die Sicherung zu wechseln. Die Hütte sollte Strom haben. Ich wette, ich bekomme jetzt ein paar der Maschinen dort drin zum Laufen. Ja, wahrscheinlich hier den Kompressor für die Nagelpistole. Laufen wir da mal hin. Sie sitzt immer noch da, okay. Was sagt die denn? Ja, alle tot, alle tot. Kann ich den jetzt irgendwie anmachen oder so? Aber Nägel bräuchten wir immer noch. Da waren ja keine. Sind auch keine. Was sind denn hier die Nägel? Kann man jetzt nicht eigentlich so nur so kombinieren? Die Nagelpistole, so kombinieren? Hier kommt doch ein Kabel raus, hier. Wo sind denn hier die Nägel? Weg. Jemand kann ich sehen, okay. Ich sehe hier keine... Ne Nägel. Anscheinend doch. Kombiniert. Geladene... Nein, das ist es nicht. Hier, geladene Nagelpistole, okay. Charlie hat Beweise für deine Beteiligung gefunden und wird bald damit zurückkehren. Du musst dich beeilen. Alter, jetzt tu mal hier die Scheiße dahin. Oh oh. Okay, aufgeladen. Mama, ich muss dich jetzt leider erschießen. So am besten so von hinten. Was hier? War doch gerade was. Ja, Chris kommt... Charles kommt mit Beweisen zurück. Ich darf sie nicht deiner Mutter zeigen. Moment, wir machen mal kurz Pause. Boah, irgendwie jetzt gleich Spannung. Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden. Dadurch wird sein Geist noch labiler. Ich habe nur einen Versuch, bevor meine Kräfte widerstehen... was? Bevor er meinen Kräften widerstehen kann. Ich muss kreativ werden. Damit wir nicht irgendwie angenatzt werden, müssen wir... Sehen Sie sich nur dieses ganze Zeug an. Bücher über... Oh. Was? Was war das denn? Hä? Ja, war das jetzt falsch, dass wir das kombiniert haben? Boah, ich weiß es nicht. Boah, lade doch mal schneller. Das war jetzt irgendwie komisch. Ich habe doch jetzt den Charles mit der Nagelpistole kombiniert. Aber irgendwie...
Man konnte ihn ja auch irgendwie hier, weil er war ja labil, also er müsste schon mal hier Gedankenkontrolle angewendet werden, bei ihm. Aber auch an der Nagelpistole. Boah, jetzt, warum ladet das nicht? Ja, jetzt geht's doch. Also müssen wir jetzt nochmal einfach versuchen. Ein paar Versuche haben wir ja noch. Und wenn nicht, dann spule ich das einfach schneller vor, damit ihr das... Damit ich irgendwie dahinter komme, was ich jetzt falsch gemacht habe. Weil ich weiß wirklich nicht, vielleicht war es zu spät. Bücher über Bücher. Ja, ein paar Bücher, das kann ja auch nichts irgendwie so sein, dass man gleich Verdacht gegen mich errichtet. Hm. Verarsch mich, muss ich das nochmal machen? Das, nein, okay. Ja, dann wissen wir jetzt schon mal alles. Wo ist denn hier die Nagelpistole? Also hier sind schon mal die Nägel. Und hier ist die Nagelpistole. Kein Strom ist drauf, dann... Tun wir nochmal hier die Sicherungen reinlegen. Ja, war das... Ich weiß nicht, wo mein Fehler war. War das irgendwie zu spät oder was? Aber wenn er da unten ist, dann könnten wir ihn doch jetzt eigentlich da unten erwischen, oder nicht? Aber er ist da bestimmt nicht unten. Dann, ich habe hier irgendwo ins Leere. Ah, da liegt doch was. Ja, nimm doch. So, bla bla bla, Hütte bekommt Strom, bla bla bla, weiter, 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 weiter. Ich habe keine Zeit, Mann, ich muss sie umbringen. So. Ich lese mir eigentlich jetzt gar nicht mehr die Notizen durch, weil die hatten wir ja schon alle. So, jetzt laden wir die Nagelpistole wieder auf, beziehungsweise, ja, Lauf gegen die Laterne. Füllen sie auf. Boah, die Mutter, ne? Moment. Okay. Die ist aufgeladen. Was ist das? Ah, okay. Falsches ausgewählt, okay. Ja. Die laden wir jetzt mal. Ach, das müssen wir erst hier irgendwie einstecken. Und jetzt? Okay. Ja, Beweise gegen uns. Ah, der kommt doch da schon. Das ist ja richtig fail. Nee, ich will hier eigentlich... Oh nee, er kommt. Papa, Papa. Ich will dich hier. Nein. Zu weit von der Person entfernt. Was geht? Das hat funktioniert? Aber wir waren allzu spät. Okay. Boah, jetzt geht wieder mein Pult, Mann. Wow, Free Dive.